I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Ihr Lieben, heute führe ich euch einmal durch die Kunst der Gesten. Und zwar gibt es in der Chorchoreografie immer ein Problem, wenn die Menschen frei gestikulieren sollen. Die wissen dann einfach nicht, was sie mit ihren Händen machen sollen. Und um dem mal Abhilfe zu schaffen, habe ich die gängigsten Gesten, die es so gibt in der Chorchoreografie, einfach mal benannt. Und die zeige ich euch jetzt alle, sodass ihr nie wieder ein Problem haben werdet, eine Geste zu finden. Inspiriert dazu wurde ich von Sarah Hakenberg, die Schlager-Moves mal für uns zusammengetragen hat. Und ich fand das nicht nur einfach total witzig, sondern auch super hilfreich. Weil wenn man einfach eine bestimmte Anzahl von Gesten zur Verfügung hat, dann kann man die einfach machen, wenn man eben eine Geste machen soll. Und das Interessante und Wichtige an Gesten beim Singen ist, dass wir möglichst nicht illustrieren. Also dass wir nicht genau eins zu eins das mit den Händen zeigen, was wir gerade sagen. Das nennt man nämlich Mickey-Mousing und das ist was, was für Kinderchören vorbehalten ist. Manchmal passt es auch, aber meistens eben nicht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Gesten, die ich euch jetzt zeige, die sind universell, die müssen überhaupt nicht dazu passen, was du gerade singst. Und das ist das Gute. Das heißt, du kannst sie dir einfach ausdenken, du hast irgendwie 5 Lieblingsgesten, die machst du halt immer im Wechsel und ja, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Los geht's, wir beginnen mit dem einfachen Zeigen. Zeigen heißt, du zeigst ganz einfach ins Publikum, rechts, links, nach oben, zur Seite, zeigen. Na? Einfache Sache. Zweite ist die kleine Sonne. Ja, ganz einfach, die kleine Sonne. Dann gibt es natürlich, wenn es eine kleine Sonne gibt, auch die große Sonne, die wird meistens langsamer gezeigt. Ja, das ist auch eine sehr schöne Geste. Dann haben wir auch noch das Tablett. Das Tablett kann man entweder so öffnen, man kann es aber auch einfach so hinhalten und wieder wegnehmen. Aber oft werden Gesten auch so gemacht, dass sie ein bisschen Weg haben. Dass man nicht einfach irgendwas dahinsetzt, sondern dass man so eine Wegstrecke hat, bevor man in die Pose gelangt. Ja, was wir immer mal gebrauchen können, ist auch die rechte Hand oder wahlweise natürlich auch die linke Hand. Hand aufs Herz. Das kann man sogar wohl mit einer Hand machen, auch als auch mit beiden. Das ist eine Geste, die wir nicht zu häufig machen sollten, insbesondere nicht dann, wenn das Wort Herz gerade vorkommt, weil das wiederum zu platt ist. Da sind wir wieder beim Mickey-Mousing. Aber wenn es so einfach nur mit dir was zu tun hat oder so, dann kannst du das ruhig machen. Dann gibt es Jazz Hands. Das sind einfach Hände, die wir aufstrecken und zwar sinnloserweise irgendwo hin. Ja? Kein Mensch weiß, was das zu bedeuten hat, das macht aber nichts. Dann haben wir noch den Tisch. Ja, den Tisch können wir auch wieder einfach irgendwo hinsetzen. Wir können den Tisch aber auch so zeigen, so ein bisschen zärtlicher zeigen. Das sind dann so Gesten, die so ein bisschen was Zeit brauchen. Den Anhalter. Der Anhalter kann nach vorne gehen, der kann dahin gehen, der kann dahin gehen. Das ist der Anhalter. Dann haben wir noch einseitige Kopfschmerzen, die brauchen wir wirklich häufig. Ja? Immer wenn irgendwas dämlich verrückt oder irgendwas ist, haben wir einseitige Kopfschmerzen. Und natürlich gibt es auch zweiseitige Doppelkopfschmerzen, die sind besonders schlimm. Abwinken. Abwinken ist hervorragend. Kann man immer wieder gebrauchen. Ja, beten ist schön. Ne? Beten kann man. Und sich die Haare raufen. Geht auch immer gut. Und dann haben wir noch das Anflehen zu guter Letzt. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Vermutlich werden mir im Laufe der Zeit mehr Gesten einfallen und euch wahrscheinlich auch. Sobald ich irgendwo was sehe, werde ich es hier übernehmen. Aber wenn ihr diese schon mal übt, wäre das doch schon ganz cool. Und wir machen das jetzt mal mit Musik, damit ihr wisst, wie universell diese Dinge einsetzbar sind. Das ist ja das Witzige an der Sache. Und das Praktische natürlich. Machen wir mal mit Musik. Because you know I'm all about that bass.
about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Und da kann man einfach frei üben, frei wählen und natürlich zu jedem Musikstück. Ich habe Spaß, ne? Das ist die Hauptsache. Bis bald. Tschüss.